Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zu Let's Play Tomb Raider 4 Reloaded. Und jetzt müssen wir da ja irgendwie rüber und das war ja hier über die Ecke und dann auf die Ecke und was weiß ich denn alles. Ja, aber erstmal will ich ja den Fritzen da töten. So. Ich will ja erstmal den Fritzen da töten. Freunde. Genau. Nee, der geht ja so nicht tot, ne? Dafür braucht man ja was Hartes. Hi. So. Jetzt ist er nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Er hat Feierabend gemacht, der Gute. Er hat Feierabend gemacht, Freunde. Und herzlich willkommen zu Tomb Raider 4 Reloaded. Hier bei Let's Play FK. Und wir sind natürlich am Ball, etwas für unsere technische Entwicklung zu tun. Ich weiß auch nicht, warum das alles so verkackt ist mit der Technik. Aber es wird schon alles. Es wird schon alles, man sollte nicht den Kopf im Sand reinstecken. Das habe ich lange genug getan und weiter geht's hier bei Let's Play FK. So, schön, dass ihr auf jeden Fall alle dabei seid. Es soll natürlich nicht mehr so gepauselt werden, obwohl eine Pause ist immer schön. Hat auch Spaß gemacht, mal eine Pause zu machen, aber es hat keinen Spaß gemacht zu warten. Ja, das Leben ist ein Wartezimmer. So, ich weiß nicht, ob das mit Anlauf hier stattfindet oder ohne. Natürlich mit. Das lade ich, weil ganz ehrlich, da muss man wieder so rumkraxeln, da habe ich keine Lust. Da habe ich keine Lust. Nein. Und da muss man jetzt gleich ohne Anlauf rüber, passt auf. Achso, okay. Haben wir diesen Drehsprung gemacht. Naja, ist ja gratis, ne? Ist ja gratis. Speichern. Ne, warum? Weil wir es können. So, das können wir, glaube ich, zerschießen, das Wieselchen. Ich glaube, das macht aber wenig Sinn. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich bin mir da nicht so sicher. Ach doch, das macht Sinn. Danke. Ich liebe diese Vase. Ich liebe diese Vase. Und jetzt kommt gleich, glaube ich, ein Geist oder so. Wenn ich mich entsinne, weil Reloaded heißt ja, ich spiele es das zweite Mal. Das heißt, ich kenne ja so einen. Du bist ja wieder gedroppt. Ja, genau. Das wollte ich auch nochmal sagen. Diese komischen Skelette, die droppen immer wieder neu. Aber ich glaube nur zweimal. Ich bin mir nicht so sicher, Freunde. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und wir werden das ja alles sehen. So, ich hangel mich jetzt hier rüber. Übrigens, PS, die kleine Lara ist auch da. Die spielt gerade auf der PlayStation Tomb Raider 4. Ja, man hätte das gedacht, wa? So, nein, die spielt gerade auf der PlayStation Tomb Raider 4 und man hätte da nicht drauf kommen können. Nein, oh mein Gott. Wie kann man da nur drauf kommen, dass die kleine Lara Tomb Raider spielt? Ja, unmöglich, oder? Unmöglich. Sagen wir. Ja, wie schön. Eine Animation mit einem Geist. Und der Geist, der kommt uns von hinten und er schläft mit uns. So, der Geist hat uns gar nicht berührt und es wurde uns trotzdem Leben abgezogen. Aber jetzt darf er mal in sein komisches Kruzifix da reinfliegen. Komm, hier, dein Kruzifix wartet auf dich, mein Freund. Hallo, dein Kruzifix. Ja, genau. So, so soll das sein. Arschloch, melde dich. Arschloch ist jetzt weg. Und wir machen weiter. So, ich glaube aber, so wie ich mich jetzt gerade erinnern konnte, hat da gerade so ein neuer Knochenmann gedroppt, auf den ich mich jetzt so doll freue, dass ich dafür Fußpilz bekomme. Ja, also es ist so schön wie Fußpilz. Ja. Ah, sowas wie Sex habe ich ja nicht, ne? Sowas mache ich ja nicht. Nein, sowas mache ich nicht. Sowas ist schmutzig. Sowas ist schmutzig. Ich fahre nur Fahrrad. So. Das ist genau das gleiche, Freunde. So, dann wollen wir mal kurz gucken. Wo haben wir unseren Granatwerfer? Hi. So, bitteschön, bitteschön. Das war für dich, mein Freund. Das war für dich. Ich habe dir was geschenkt. Ich habe dir da was hingelegt. So, ich habe dir da was hingelegt, du kleines Skelett. Ja. Und übermorgen werde ich 30. Ja, 30. Scheiße. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an, Leute. 30, ey. Das gibt's doch nicht. Meine Güte. Und für die Zuschauer, die im Moment Minecraft vermissen, nicht verzagen. Nicht verzagen. Wir haben was Großartiges vorbereitet. Wir haben was Großartiges vorbereitet hier bei Let's Play FK. Ein Let's Play Together wird es in dieser Richtung geben. Aber so, wie ihr es nicht gewohnt seid. Jeder kennt Let's Play Together irgendwie in irgendeiner Form, aber nicht so, wie wir das machen werden. Das ist eine neue Form der Let's Play-Geschichte und das werdet ihr auch sicherlich noch mitbekommen. Denn das, was wir gebaut haben,
im Laufe der Zeit auf meinem Minecraft-Server. Das hat so noch keiner gebaut. Das hat so noch keiner gebaut und das werdet ihr auch sehen. Es ist krank. Nennen wir das mal so. Es ist wirklich krank. Ja. Also, wer das sieht, wird sagen, du bist krank. Und ich werde sagen, ja, ich bin krank. Ich habe Schnupfen. Genau, das werde ich sagen. Ich habe Schnupfen und Grippe. Nein, habe ich überhaupt nicht. Ich muss ja auch mal ein bisschen lügen, ne? Ihr werdet es verrückt finden. Ihr werdet es verrückt finden. Ihr werdet es verrückt finden, aber auch genießen. Beides. Also es ist einfach beides erlaubt, ne? Es ist einfach beides erlaubt und ich sehe gerade etwas, was mir gar nicht gefällt. Und das ist dieses Seil da. Und jetzt lädt das... Wehe, hier droppt noch ein Knochenmann gleichzeitig. Das wäre ja unmöglich. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Da liegt einer. Okay. Ich halte ja schon meine Fresse, ey. Da liegt so ein Ding. Da liegt so ein Fritze. Das gibt's doch nicht. Und der ist auch schon aktiv. Da liegen zwei Fritzen. Ich korrigiere. Ich korrigiere. Ich korrigiere. Ich glaube, das kriege ich so nicht. Ja. So, wir wollen das mal probieren. In der großen Hoffnung, dass ich, ja, wo wollen wir denn hin eigentlich? Wollen wir da schon rüber? Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Doch. Weiß ich jetzt nicht. Da könnte was liegen, aber da scheiße ich drauf. Da scheiße ich jetzt drauf. Echt. Ohne Mist. Ohne Mist. Ich mag diese Seilkacke sowieso nicht. Also mache ich das gleich so. Also mache ich das gleich so. Und Anschwung. Und Anschwung. Und kann die Frau nicht mehr? Also ich habe in Erinnerung, dass die mehr konnte. Das hat ja voll gebracht. Das hat's ja voll gebracht, Freunde. Mal so gratis sterben. Mal so gratis sterben. Nein. Warum bist du nicht gesprungen, Lara? Lara, warum bist du nicht gesprungen? Ging's dir nicht so gut? Hast du Kopfweh? Und heute Abend habe ich Kopfweh, weil ich will keinen... Ich will nicht mit dir schlafen, darum habe ich heute Abend Kopfweh. Kennt ihr das? Und heute Abend habe ich Kopfweh. Ich habe Migräne, Baby. So. Die beste Ausrede übrigens, wenn ihr euren Partner nicht vernaschen wollt. So. Oder eure Partnerin oder was auch immer. Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen. So. Will ich auch gar nicht beurteilen. Denn ich bin ich und ich und ich und ich und du und Müllers Esel, Müllers Kuh. Das bist du! Ja. Genau. Müllers Esel, Müllers Kuh, Müllers Esel. Das bin ich nicht. So. Stehst du auf, mein Freund? Und das gibt's doch nicht. Du dumme Kuh. Du dumme Kuh. Du dumme Pute. Du dumme Pute. Du bist eine dumme Pute. Das, wir kannten mal eine, ne? Das muss ich jetzt mal dazu sagen. So, wie komme ich jetzt auf dumme Pute, ey? Genau, wir kannten mal eine Frau. Die haben wir. Die war auch scheiße. Die Person, ne? Das ist Rotze, was da passiert. Das ist trotzdem, was da passiert. Wir kannten mal eine Frau, die war total scheiße. So, das muss ich jetzt mal so an dieser Stelle einfach sagen. Jetzt, ich will ja irgendwie nicht so viel Munition verschwenden an diesen Pissvögeln da. Ey, nee, ich lade, weil ich habe nicht so viel. Und heute Abend habe ich Kopfweh. Und heute Abend habe ich Kopfweh. Und morgen früh habe ich die auch noch, weil ich habe gesoffen. Ja, ich hab gesoffen. Ach Mensch! Das ist doch scheiße! Mann, man kann hier überhaupt nicht koordinieren. Weil die Kamera ist schon sowieso voll scheiße hier oben. Ja, warum kommen die nicht hierher? Meine Güte! Das gibt's doch nicht!
Das ist doch Beschiss! Mann, wie ich das hier hasse. Also das hier hasse ich sehr. Ich hasse diese Ecke hier. Speichern. Ich hasse diese Ecke wie die Pest. Alter, wie ich diese Ecke hasse. So, komm auf diese Frau, die ich hasse. So, diese Frau war eine Mutter eines Nachbarsjungen. Ja, eine Mutter eines Nachbarsjungen. Und dieser Nachbarsjungen, der war mal unser Kumpel. Die Betonung liegt natürlich auf war. So, das ist schon in den 90ern gewesen, ne? Davon abgesehen. Also, das ist schon so unzeitgemäß, glaube ich, für die meisten, die hier zugucken, dass die sagen, ey, pff, scheiß drauf. Ja, gut. Und mit diesem Jungen haben wir uns dann alle gestritten und dann wollten wir ihn einen auf die Fresse hauen, so wie das denn so ist, so in der Jugend. Früher hat man ja geprügelt und hat die Person ja noch am Leben lassen, ne? Und hat ja nicht gleich den Schädel eingetreten, so wie heute. So, heutzutage ist die Kriminalität und die Gewalt ja so ein bisschen schlimmer. Und da haben wir diese Frau dann doofe Fotze genannt. So, was man ja eigentlich nicht macht. Aber wir 16 Jahre alt, gerade in der Pubertät und so und total kacke drauf, so wie man da ja ist. Oh, noch so ein Fritze. So. Na... Das gibt's doch nicht! Alter! Alter, ich gehe jetzt hier weg. Geh weg! Du stinkst! Oh Mann, du... Ich hab doch bald keine Muni mehr. Ich hab doch bald keine Muni mehr. Mano. Mano. Das geht doch alles alle. So, ja, und dann haben wir die dumme Fotze genannt. So, was man ja eigentlich nicht macht, so, ne, zu Erwachsenen. Weiß ich nicht, also, ihr seid ja heute alle viel lieber, ne? Die Jugend ist ja so lieb geworden. So, und, da guckt sie uns an und sagt so, ey, ihr habt mich dumme Pute genannt. So, und dann haben wir gesagt, nee, haben wir nicht. Hatten wir ja auch nicht, wir haben sie dumme Fotze genannt, ne? So, und da hat sie so drauf bestanden und dann stand die aber wirklich, und wir 16, so, und die eigentlich schon irgendwie so 30 oder so und konnte sich natürlich echt voll gar nicht durchsetzen, ne? Und stand dann da und ihr habt mich dumme Pute genannt, dumme Pute, dumme Pute, und wir alle am Lachen. Unglaublich, wie dämlich jemand sein kann, haben wir uns gedacht. Hi. So. Unglaublich, wie jemand so dämlich sein kann, haben wir uns gedacht. Ja gut, diese Frau war aber so und manchmal kann man im Leben so einiges gar nicht ändern und muss sich einfach mit der Doofheit anderer Leute abfinden. Und hier ist der zweite davon. Wir brauchen insgesamt 4 von diesen Dingern. Nur mal so zur Betonung. Ja gut, und dann haben wir sie halt dumme Pute genannt und das gefiel ihr mal so gar nicht. Und dumme Fotze meine ich. Und sie hat da voll drauf bestanden, dass wir sie dumme Pute genannt haben. Dann kriegten meine Eltern einen Brief, dass wir so schlimm sind und so bla 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 bla. Der Mann war genauso blöd wie sie. Und ja. Ja, so ist das eben, ne? Es gibt eben Leute, die sind doof wie Fußpilz. Das muss man mal echt betonen. Es gibt Leute, die sind einfach nur scheiße. Kennt ihr das? Und, ja, ich darf jetzt keinen Namen nennen, so, ne? Aber diese Familie war früher aus so einer ganz schlechten Gegend gekommen, was ich ja jetzt gar nicht so schlimm finde. Also, wir können ja in Deutschland nichts dafür, dass es Armut gibt. Da soll man die Politik fragen mal, ne? Aber diese Frau, diese Familie kam aus einer sehr schlechten Gegend und so waren die auch und kam zu uns in die etwas bessere Gegend. Ja, die kamen in unser Ghetto und in unserem Ghetto haben wir das Sagen gehabt, ist ja logisch. Ja, so war das alles, ne? Ich weiß, es hat euch jetzt total interessiert. Gut, das freut mich, dass euch das interessiert hat. Nämlich gar nicht, aber ist egal. Ist egal, also, pff. Man muss ja auch mal geredet haben, ne? Man muss ja auch mal geredet haben. Wir können ja nicht nur zocken, wir müssen uns ja auch mal unterhalten und bisschen Gedanken austauschen und Flüssigkeiten austauschen miteinander. Und das war unser Todesurteil. Wir müssen ja auch mal Flüssigkeiten miteinander austauschen, Freunde, so soll das ja sein. Und wir sind, also dieser Part ist Let's Fail, glaube ich. Aber ich muss auch mal wieder erst reinkommen, ne? Man muss es ja mal so sehen, wie lange habe ich eine Pause gemacht. Ah, viel zu lange. Viel zu lange.
Viel zu lange habe ich eine Pause gemacht, denn es war ja auch die Überlegung, Let's Play FK einzustellen. Ja, Let's Play FK zu schließen. Weil ich das Gefühl habe, ihr wollt nicht mehr, aber ihr wollt doch. Also bin ich noch da. Ich bin noch da und ich laufe euch nicht gleich fern. Was haben wir hier? Ich glaube, jetzt kommt genau das, was ich überhaupt nicht mag. Genau, du. Ha, du stinkst. Du stinkst. Und heute Abend habe ich Kopfweh wegen dir. So, ist da noch einer? Nee. So, zwei von diesen Gartenkrallen haben wir schon. Aber ich weiß nicht mehr, was da unten war. Ich glaube, wir mussten da runter. Das Problem ist, wie lange habe ich kein Tomb Raider 4 gespielt? Wie lange ist das her? Muss man mal gucken. Ich glaube, 2 Jahre oder so bald. Ja, mein Kanal gibt es ja jetzt schon ein paar Tage, ne? Also der ist jetzt, kenne ich das hier schon? Hallo, tot. Was ist das hier? Kenne ich das? Kenne ich das? Oder kenne ich das nicht? Natürlich kenne ich das. Natürlich kenne ich das. Ich glaube, hier sind wir nicht richtig. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ich bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Oder sind wir da richtig? Ja? Scheiße. Scheiße, die kleine Lara hat gesagt, wir sind da richtig. Ja, weil die ist ja schon voll weit, ne? Die ist ja schon bei den Pyramiden von Gizeh. Die lacht mich ja hier schon aus und sagt so, du bist ja noch voll am Anfang, du Loser. Und ich sag ja, und? Ich sag ja, oh nein. Das sind schon wieder Helmute. Alles voller Helmut. So, jetzt müssen wir in einen von diesen Gängen. In den da. In den da. Und heute Abend habe ich Kopfweh und du nicht, weil du nur simulierst. So, du simulierst nur, du kleiner Spasti. So, wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin so froh, wenn wir das hier geschafft haben, Freunde. Wirklich, ehrlich. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, da muss man rein. Oder auch nicht. Und heute Abend habe ich Kopfweh, weil ich immer Kopfweh habe und da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Success. American Express. Was ist hier? Das, von hier kommen wir, ne? Oder nee? Oder? Oh, Leute. Oh, nö. Oh, nö. Das war so unnötig. Das war so unnötig, den zu wecken. Och, Kaka. Och, Kaka. Och, Kaka.